Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Left in the Dark. Niemand an Bord. Ja, wir müssen hier jetzt wirklich ein Hai ködern, damit der den Haken verschluckt und dann an der Tür zieht, damit die Tür aufbricht. Okay, denke ich mir. Hier, an der Tür fehlt das Schloss, ich werde sie anderweitig aufhebeln müssen. Die haben jetzt in der letzten Folge am Ende die Seil festgemacht. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich drücke mal kurz auf die Karte und guck mal, was wir noch zu tun haben. Steg. Ah ja. Genau, da können wir das hier durchschneiden. Dann kriegen wir den Eimer. Eimer mit Köder. Ich habe gedacht, da wäre doch schon Köder dran. Da ist doch schon Köder dran. Ein weißer Hai, ich muss sie mit dem Haken anlocken. Es hat funktioniert, war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Wow. Okay. Ist aber eigentlich eine. Also, fand ich cool. Ja, im Leuchtturm, okay. Im Leuchtturm. Ja, ich würde sagen, wir gehen im Leuchtturm rein. Im Leuchtturm. Where is he? Ouch. My head. It's a trap. Neue Aufgabe, komm aus dem Raum. Okay, wir müssen uns beeilen. Wasser fließt nach und hier Strom. Ein drei Schlösser, ein kniffliges Rätsel, ich muss sie irgendwie knacken. Hui. Der Metallschrank ist abgeschlossen, mit einem Werkzeug könnte ich ihn aufhebeln. Okay, wir sind jetzt hier gefangen. Ich glaube, das geht nicht nach Zeit, also lösen wir erstmal hier in aller Ruhe dieses Wimmelbild. Friedenszeichen, Peace. Angelhaken. Wir könnten ja eigentlich einen Angelhaken... Guck mal, wir haben ein Seil. Hey, wir haben ein Seil, wir haben einen Angelhaken. Wir binden den Angelhaken ans Seil, schmeißen den Haken mit dem Seil. Also das Seil halten wir natürlich fest aus der Tür raus. Der Hai zieht dann dran und zieht uns hoch. Wie findet ihr diese Idee? Hätte ich den Skript geschrieben, ich hätte es auch so geschrieben. Fände ich cooler. Okay. Also, was brauchen wir? Ein Rohr. Ein Rohr. Eine Kralle. Kralle Stein. Hier haben wir das Rohr. Eine Uhr. Haben wir dort. Was sind das? Zwei Fingerstumpen oder wie aus Gold? Medaillon. Da wird das Medaillon, eine Flasche haben wir dort. Ein Steuerrad haben wir noch dort. Eine Kralle. Da haben wir die Kralle. Das zählt nicht als Stein. Aber dort ist der Stein. Okay. So, Rohr gefunden. Damit können wir das hier wahrscheinlich dann flicken. Umweit dieses Rohres befindet sich ein Loch. Vielleicht kann ich das Wasser dorthin lenken. Perfekt. Ach, hier ist auch noch was. Hä? Oder kam das gerade eben erst, weil ich hier das so gemacht habe? Okay, dann können wir gar nicht hin. Ach, ist es die... Nein, das ist auch nicht die Tür. Wir müssen hier durch. Dietrich. Öffne die drei Schlösser mit Hilfe der Dietriche. Hebe alle Stifte zur richtigen Zeit an, während sich der Dietrich bewegt. Wie kann ich das machen? Hä? Ach so. Okay, ich verstehe. Hä?
Muss ich auf den Dietrich drücken, oder wie? Okay. Gut. Nächster Dietrich. Ach, ich muss auf den Dietrich drücken. Jetzt habe ich den verpasst. Na. So, 1, 2, 3 und 4. So, dann dich auch noch. Na, dann kann ich es ja eh lassen. Hey, das war doch wohl. Oh, das war ja Lack, ich konnte ihn noch drücken. Okay, Leuchtturm, Treppe, was müssen wir denn hier machen? Der Wasserpegel steigt und der Draht ist zerschnitten. Schnell, ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja, jetzt. So, na, hier fließt immer noch ein bisschen was ab. It's just his cloak. Okay. Nur sein Umhang. Leuchtturm zum Dachgeschoss. Was finden wir denn hier? Schraubenschlüssel. Bevor ich die Schrauben festziehe, muss ich die Batterien und die Sicherung einsetzen und die Platte darüber platzieren. Was ist denn das? Das Schema zeigt, wie die Leuchtturmlampe zusammengesetzt werden muss. Ah. Ach, dann können wir wahrscheinlich Hilfe holen. Prototyp. Das ist der Prototyp einer modernen Leuchtturmlampe. Sie wird mit Strom betrieben. Okay, wir müssen erstmal die Batterien und die Sicherung einsetzen. Das ist das falsche Werkzeug, gell? Ja. Sollen wir jetzt mit dem reden? Detektiv McKenzie? Ich muss ihn retten. Das ist Detektiv McKenzie? War der nicht schon seit 10 Jahren? Seit 10 Jahren muss er doch dann schon hier sein. Der Stand für die Leuchtturmlampe. Ich muss die Lampe schnell einsetzen. Dieser Hebel schaltet bestimmt die Lampe ein, sobald diese am richtigen Platz ist. Ich muss handeln, solange der Hakenmann mit dem Teleskop beschäftigt ist. Okay. So, mit dem Brecheisen öffnen wir dieses hier. Nehmen wir die Sicherung mit und die Lampe. Dann lösen wir noch dieses Wimmelbild. Ratte, ein Goldzahn. Das war... Ach, das war der Goldzahn. Okay. Sandale, ein Rubin. Helm, haben wir hier noch ein Schild? Das ist ein Schild. Ich habe gedacht, es ist ein Ritterschild. Weil wir mussten hier schon mal ein Ritterschild suchen, oder? Ich glaube schon. So, Fisch, ein Foto. Foto haben wir hier, eine Blechkiste. Blechkiste? Da ist auf jeden Fall die Glühbirne. Der Stift. Ach, das war die Blechkiste. Ich hab gedacht, das wäre ein Flachmann. Reichen schon die zwei Lampen? Erstmal Sicherung rein und jetzt die Lampen. Ach so, es sind ja nur zwei Lampen. Stimmt. So, dann bauen wir mal die Lampe zusammen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gleich vorbei. Detective, what a surprise! I didn't think I'd see you again. At least not alive. The fools of Port Providence believed in the curse of Devil Island. You're gonna join your friend now. You should have left when Isabella told you to. Now, I have to turn on the lighthouse lamp. Ich muss die Lampe auf ihn richten.
my eyes! What have you done? Arrgh! No! Come on! Do it! Let me fall from this lighthouse! Oh Mann! Hey, ich möchte ihn in den Tod stoßen. I'll haunt you for the rest of your life! Ja, nicht wenn du da runterfällst. The Harbor Master! You're Isabella's brother, James! I met you when I first arrived. This is not over yet! I can't see him. Did he survive the fall? Thank you. Who are you? It's all right. We can go home now. Tagesblatt. Madame Detective löst das Geheimnis um die verschwundenen Schiffe. Madame Detective löste den Fall. Und nochmal ein neues Tagesblatt. Versteckter Schatz gefunden. Ui. Tagesblatt. Glückwunsch, Detective. Gestern fand eine offizielle Zeremonie zu Ehren Madame Detective statt. Somit haben die Familien der toten Matrosen nun eine Art Abschluss und könnten dies hinter sich lassen. Bürgermeister Donahue überreichte den Familien der Opfer die konfiszierte Schätze. Bürger schockiert. Trotz gründlichen Absuchen der Gewässern wurde der Leichnam von James nicht gefunden. Okay. Wow. Das war Left in the Dark. Niemand an Bord. Also ich weiß ja nicht. Also ich habe Geschäftsleitung, Spieldesign, Produktion, Leveldesign. Okay. Hier war gerade die ganze Zeit der gleiche Name. Was wollte ich sagen? Ah, ja, stimmt. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ach, ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, die haben am Schluss keine Lust mehr gehabt, irgendwie. Der Schluss hat sich dann irgendwie so ein bisschen nicht gezogen, also gezogen hat er sich nicht, aber er wurde ein bisschen nicht so einfallsreich wie am Anfang. Naja. Sei es drum, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das hoffe ich natürlich sehr. So, jetzt lassen wir aber einfach mal die Credits durchlaufen. Und mal schauen, was wir als nächstes spielen. Vielleicht wieder ein neues Wimmelbild. Mal schauen. Besonderer Dank gilt auch an die zwei. An die Geschwister vielleicht. Ja. Ach, da geht's wieder von vorne los, oder? Da geht's wieder von vorne los, darum gehe ich einfach mal. Einfach mal hier ins Hauptmenü zurück. Hier können wir sonst nichts machen. Wir haben keine anderen Bonusmaterialien wie bei den anderen Wimmelbild-Spielen, die wir vorher hatten. Also manchmal gespielt haben, vorher gespielt haben. Ja gut, dann würde ich sagen, dann war es mit diesem. Mit dem Let's Play Left in the Dark. Niemand an Bord. Ich glaube, wir haben 10 Folgen gebraucht, kann das sein? Ich glaube, jetzt genau 10 Folgen gebraucht. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht zu spielen. Und vielleicht kommt als nächstes Let's Play einfach ein neues Wimmelbild. Mal schauen. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Dann sehen wir uns hoffentlich in einem neuen Let's Play wieder. In einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.